Yes! Und wir persönlich haben wieder volles Leben. Liegt eine Leiche, hat die irgendwas? Und ein Blatt mit einem mit einer handbemalten Karte. Handgemalten Karte. Auf der Weg zum Versteck. Eingezeichnet ist darauf, ist die Straße selten, so wie bla 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 bla. Okay. Wandsprung. Ein Klassiker bei Jump'n'Runs. Okay, jetzt müssen wir hier hoch und da hoch und dann hier rüber und da hoch. Okay, dann müssen wir hier rüber. Ist ein bisschen alles schwer zu erkennen, wohin wir denn jetzt hier so müssen. Hier durch? Ja. Alter. Hätten sie alles ruhig ein bisschen besser kennzeichnen können. Hier liegt eine Leiche. Und ganz viele. Hier ist doch ein Loch im Boden. Aber kein Zombie. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. A slaughtered family. And another this happens too? Who? Was? This is what happens to those who steal from death. Okay. Da unten ist Strom. Also ich versuche. Okay. Ich habe richtig. Okay. Und jump. Wie komme ich da rauf? Ich will da hin. Ich denke, ich muss hier auch irgendwo hin. Eine Pistole. Cool. Und ein Ladebildschirm. In Kayshan, we shot at anything and everything. Well, the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Hey, was soll das jetzt heißen? Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick, like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Okay. What do you think of that, Ben? Ah, okay, indem man einfach R drückt. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Und weiter weg. Das ist cool. I like your style. Well, let's think of something harder now. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. Fix nur noch ein bisschen Munition. Ah, okay, da ist dann Fadenkreuz. Komm, den Header schon drin. Hallo? I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Was ist denn jetzt hier? Ach, jetzt. There's no glory in killing the dead a second time. It's just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Okay. Gut, wenn wir jetzt wissen, wie das funktioniert, also nachladen müssen, kann ich einfach übelst in die R-Taste hauen. Das ist praktisch. Ach so, und dann müssen wir hier jetzt die Kette abschließen, würde ich mal denken. So. Was ist denn jetzt da? Ah, jetzt. Okay, haben wir hier irgendwo noch Muni oder sowas? Halt, da ist was.
Und 7 Kugeln. Wie nur 7 Kugeln? Ist jetzt schon ein bisschen matt. Aber wir kommen hier rauf, finde ich cool. Okay. Und hopp. Tja, also wir können aber auch nicht schießen von hier aus. Aber die Munition würde ich mir lieber aufheben. Aber wir können von den Typen die Köpfe platzen lassen, das ist praktisch. Okay. Mann, manchmal kann man drüber springen, manchmal nicht, das ist ein bisschen nervig. Okay. In den Staat Seattle. 20:40 Uhr. Ein Bandskasten und hier sprinten wir einfach nur mal fix durch. Und hier ducken wir uns und sind... Okay, jetzt ist drin irgendwas zusammengefallen, das ist gut. Auf den LKW und rüb... Oh, das war knapp. Nachladen müsste ich dann auch mal noch schneller. So. Hier rein. Das ist eine Leiche. Der Ausweis eines Fremden. Einer Fremden. Ihr Name lautet O. Elwood. Ah, hier können wir rauf. Okay. O. Elwood. That water tower looks weak. I could tackle it down. Voller Wasser. Ja, aber was... bringt mir das, wenn ich... Kann ich hier irgendwie... Wackelt das Teil? Ach, okay. Das war zwar jetzt, ungewollt, aber es hat funktioniert. Ich habe gedacht, dass ich da irgendwie jetzt draufspringen kann mit Schmackes und ist ja egal, es hat funktioniert. Und hier ist es irgendwie ziemlich nass. Also, das heißt jetzt ziemlich nass, das ist überhaupt nicht... Ach doch, das Sand soll eine Pfütze darstellen. So, kommt mal her. Du da oben auch. Okay. Achtung, Moment, ich muss mal kurz niesen. Oh, holla, die Waldfee. Oh. Oh, jetzt habe ich übelsten Druck auf den Ohren. Oh, es ist eklig. Brrr. Eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden von den andauernden Drohungen der Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Okay. Hier ist alles safe. Ach Mist, diesen Zombie hätte ich jetzt eigentlich auch mit der Axt köpfen können. Okay. Und sprint! Okay. I kill you, freaks. Netter Nachbar. Ah, es ist einfach so... herrlich... oh, oh. Gestaltet. Wall jump. So.
It seems that those planks block up the way to the rooftop. Da komme ich irgendwie nicht hin. Kann ich mich hier... Mist, ich habe nicht genau gelesen, was ich jetzt, was der Typ hat. Ach, vielleicht sind da mehrere draufgehen. Los, beweg dich mal. Ah. Okay, das hat schon mal gestimmt. Jetzt muss ich hier bestimmt wieder einfach nur runter. Und hier runter und... Warte mal, hier runter kann ich auch vielleicht noch. Ja. Okay, hätte ich jetzt... Oh, 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 da war was. Ach, Mist. Dann fallen halt nochmal runter. Mensch, das Knaus. So. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Ja, das ist allerdings wahr. Ein weiser Satz. Jeder geht auch anders damit Angst um. Wenn ich zum Beispiel Angst habe, dann ziehe ich mir gerne eine Windel an. Ein Testament, geschrieben von einem der Bewohner des Apartment-Blocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boiler des Hauses in die Luft zu jagen, um all seine infizierten Nachbarn umzubringen. Ja. Der Mann hat seine Nachbarn anscheinend sehr gemocht. Ach, das hat er wirklich gemacht. Deswegen ist überall die... Ah, okay. So, hier können wir uns ducken. Ein Hubschrauber. That's the helicopter chasing my friends. Quick. My friends are in danger. Alter, was soll ich denn hier jetzt machen? Ach, warte. Moment. Nee. Oh, Walljump, okay. Macht aber echt Spaß, das Spiel. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass es eben ein bisschen anstrengend wird. Und Sprung. Oh, 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 oh. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Festhalten. Fallen lassen. Festhalten. Boah. Alter. Ah, was haben wir hier? Was haben wir hier? Munition. Nehme ich doch immer wieder gerne auf. Okay. Okay, das war... Nein! Ach, Alter, irgendwie nichts Tödliches oder so. Ach, uns ist die Ausdauer ausgegangen, okay. Ah, ich muss lernen, auf die Ausdauer zu achten. Nein! Ah! Ha! Geht hier doch einfach runter, oder? Ja. So, der Strom ist aus. Und auch gleich wieder an. Das erste Mal, dass wir gestorben sind! Boah! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Mann. Ja, ja, aber das sind wir halt, wir Pro-Gamer. Wir schauen einfach nie nach. Bewegt euch mal ein bisschen schneller in euren Tod. Dankeschön. Und dann müssen wir jetzt hier bestimmt sprinten.